Was geht YouTube? Ich bin Kanamaniroman und ich bringe euch nicht heute wieder zwei Videos wie Wipeout Battle, sondern drei, denn wir gucken uns nochmal meine Kämpfe der Premier Challenge an, an der ich letztes Wochenende teilgenommen habe. Und ja, dieses Mal gibt es drei Videos, weil erstens, es macht relativ wenig Sinn, jetzt hier nur zwei Videos reinzuhauen und dann nochmal ein zusätzlich und dann noch ein Video zusätzlich. Vor allem, weil ich auch gesehen habe, der Kampf hier ist auf jeden Fall relativ kurz. Also springen wir mal rein. Das waren, glaube ich, nur 5 Runden. Springen wir mal rein. Ihr seht schon, mein Gegner hat ein Lucario, das natürlich höchstwahrscheinlich das Mega-Lucario ist, weil ich meine, warum sollte man sonst Lucario mitnehmen? Mein Gegner startet auch mit Lucario und Pachirisu. Mir ist natürlich sofort klar, was Pachirisu hier vorhat. Spotlight, ein irgendwie Setup mit seinem Lucario zu bestreiten. Wie erwartet, es ist ein Mega-Lucario. Geht hier mega. Und wie wir jetzt gleich natürlich sehen werden, Pachirisu setzt direkt einfach mal Spotlight ein, was es hier auch tut. Will damit alle Angriffe auf sich lenken. Ich habe da natürlich direkt dran gedacht, Finsteraura gegen Pachirisu. Und vor allem, ich war da relativ sicher, weil ich meine, was soll Lucario gegen mich machen? Icy! Ich dachte schon, tschüss, Raiden. Und dann guckt er ganz alles überlebt mit einem KP. Ein KP. Hier habe ich natürlich jetzt einen wunderschönen Vorteil. Erstens, ich habe noch beide Pokémon draußen und mein Calamanero hat jetzt erhöhten Angriff und erhöhte Verteidigung. Was für mich sehr, sehr gut ist. Raiden schütze ich hier erstmal in der Runde, weil ich meine, was soll ich jetzt hier, was soll ich jetzt noch unnötig Schaden nehmen? Er setzt wieder Ice Heap gegen Raiden ein, will natürlich Raiden vom Feld heben. Setzt Bangrubbler mit Pachirisu gegen Calamanero ein, will es paralysieren. Und ich habe das ehrlich gesagt auch vergessen. Brunusbeere heilt ja nicht nur Verbrennung, denn deswegen habe ich ja die Brunusbeere drauf. Hat ihm der Wangenrubbler so gut wie gar nichts gemacht, denn es hat so gut wie gar keinen Schaden gemacht. Pachirisu geht down und ich habe jetzt ein +2 Angriff, +2 Verteidigung Calamanero auf dem Feld. Das sieht für mich jetzt gar nicht so schlecht aus. Er kommt jetzt mit Hutsasser rein. Steht es da schon auf dem Feld. Hutsasser setzt Wutpulver ein. Ich habe mich, glaube ich, bei Voltolos für Donnerblitz entschieden, weil ja, ich habe irgendwie gar nicht an das Wutpulver gedacht, aber sehr interessantes Team, dass er zwei Pokémon, die redirecten können. Raiden geht hier jetzt natürlich down durch den Life Orb und das ist, finde ich, immer noch erstaunlicher, dass es mit Life Orb das überlebt hat. Das fand ich echt erstaunlich. Hier kommt ein Ice Heap, macht natürlich gar nichts, weil Calamanero hat natürlich hier jetzt +2 Angriff, +2 Verteidigung. Vor allem +2 Verteidigung natürlich da wichtig. Ja, hier sein Hutsasser geht natürlich durch die Psychoklinge down. Er kommt mit dem Tesurio rein, während ich jetzt einen Bedroher rauslasse, was natürlich recht schlecht für mich ist. Sein Tesurio ist ja jetzt bei +1, kriegt den Siegeswillen. Lucario natürlich jetzt total geschwächt, hat gar nichts mehr. Hat gar nichts mehr, aber es ist bei -1, gegen Calamanero kann es wirklich nichts ausrichten, das heißt, sein Tesurio muss gegen Calamanero was ausrichten können. Ich verteidige erstmal meinen Flunkiefer, weil ich irgendwie dachte, dass er eher meinen Flunkiefer angreifen wird. Er sieht natürlich die größte Gefahr in Calamanero, aber Calamanero überlebt diesen +1, hier kommt der Nahkampf gegen Flunkiefer, diesen +1 Tiefschlag von einem Tesurio. Nur lebt es. Und hier kommt natürlich direkt der nächste Angriff hinterher. Der Kraftkoloss erlegt natürlich Tesurio. War sogar vorhin noch Life Orb boosted. Hat Calamanero super überlebt. Jetzt steht Calamanero mit +1, +3 Angriff, +3 Verteidigung. Und guckt euch an, wie wenig Schaden dieser Nahkampf von einem Mega-Lucario gemacht. Das ist eine Anpassung. Neutraler Step-Nahkampf von einem Mega-Lucario. Und das macht gar nichts. Wirklich rein gar nichts. Und damit habe ich meinen Gegner besiegt. Wir machen jetzt einen ganz kurzen Cut und sind dann direkt im nächsten Video da. Und da sind wir wieder. Ich komme immer noch nicht so richtig darüber hinweg, dass Voltolos mit einem KP überlebt hat. Mit einem KP. Nach Life Orb von einem Icy Ball. Da komme ich immer noch nicht drüber hinweg. Mit einem KP. Und es ist nicht mal irgendwie defensiv gebaut. Das ist wirklich bloß rein Angriff, rein Geschwindigkeit. Das finde ich, ey, überragend zu wissen. Naja, mein nächster Gegner bringt, also Lucas, bringt ein Milotic, ein Fiaro, ein Metagross und ein Hutsasser. Springen wir mal in den Kampf, schauen uns an, wie der läuft.
letzte lief etwas besser und ihr wisst, einen der nächsten beiden Kämpfe werde ich gewinnen, den anderen werde ich verlieren, weil ich habe ja schon gesagt, ich bin in 2-3 durchgegangen. Aber es ist natürlich immer wichtig, dann so zu sehen, was hat man besser machen können, dann analysiert man das schon eher. Ich weiß, ich hätte es auch vielleicht verschweigen können, aber habe ich jetzt nicht gemacht. Mein Gegner startet auf jeden Fall mit Metagross, das natürlich ein Megagross ist. Und natürlich mit Hutsasser, während ich mit Calamanero und meinem Heatran starte. Er setzt Wutpulver ein, will damit natürlich alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Hier kommt der Delegator von Heatran, aber... ja, hier kommt eine Hitzewelle. Da bringt dir dein Delegator auch nichts. Hutsasser nimmt verdammt viel Schaden und ich habe das natürlich predicted. Oh, hier sogar ein Volltreffer gegen Heatran. Er macht hinter dem Delegator überhaupt keinen Unterschied. Hutsasser kriegt auch noch den Burn, wenn es das irgendwas bringen soll. Hier kommt die Psychoklinge gegen Hutsasser und damit stehe ich jetzt eigentlich super da, denn wie wir hier sehen, meine beiden Pokémon haben noch volles Leben, während seine beiden Pokémon schon etwas down sind. Sein Megagross schützt sich gerade selbst, während ich hier noch überlegt habe, soll ich doch wieder die Hitzewelle nehmen oder die Erdkräfte, weil Hitzewelle könnte ja verfehlen. Ich habe mich für die Erdkräfte entschieden, war ein bisschen falsch. Hier kommt aber der Abschlag gegen Fiaro. Er hat natürlich den Rückenwind draußen und der Abschlag bringt Fiaro bloß um die Hälfte, aber man hat ihm wenigstens den Live-Orb genommen. Er tauscht jetzt sein Megagross aus, Fiaro bleibt natürlich noch drin, kann ich auch nicht mit was anderem austauschen dann. Kommt mit Milotic rein. Milotic ist hier natürlich so eine kleine Gefahr. Ich wechsle ebenfalls meinen Calamanero aus, denn ich hatte Angst vor der Kehrtwende. Hier natürlich für mich extrem blöd, Bedroher. Kommt auf Milotic, das heißt, ich habe ihm jetzt gerade ein plus 2 Milotic geschenkt. Wäre ich drinnen geblieben, wäre es nicht, aber ich hatte wirklich so eine Angst vor der Kehrtwende. Aber er setzt Feuerfänger ein gegen Heatran, warum auch immer. Erdkräfte gehen gegen Milotic, macht so gut wie gar nichts. Wirklich gar nichts. Aber ich gehe jetzt mega Flummkiefer. Er hat natürlich immer noch sein Fiaro auf dem Feld und es ist gefährlich mit Flammenblitz. Metal Face schützt sich erstmal selbst, denn ich dachte, da kommt jetzt bestimmt so ein Siedewasser von dem Milotic mir entgegen. Er setzt Verhöhner gegen Metal Face ein, was für mich ganz gut ist. Hier kommt das Siedewasser gegen Metal Face. Und hier kommt der Knuddler von Flunkiefer gegen das Milotic. Und Milotic überlebt knapp. Und wir sehen den Beulenhelm. Aber er überlebt wirklich sehr, sehr knapp. Hier kommt dann der Flammenblitz von Fiaro gegen Flunkiefer. Aber er ist natürlich bei minus 1, hat seinen Live-Orb nicht mehr. Und das heißt, Flunkiefer überlebt natürlich locker den Flammenblitz. Milotic setzt Siedewasser an. Das ist ein plus 2 Siedewasser gegen Heatran. Und ich überlebe mit 10. Da habe ich echt so gedacht, what? Das habe ich wirklich gar nicht erwartet. Hier kommt die Hitzewelle, erledigt beide und... ganz ehrlich, ich habe das überhaupt nicht erwartet. Das ist mit 10 überlebt. Mit 10! Das ist von einem plus 2 Milotic. Oh, das habe ich echt nicht gedacht. Knuller geht natürlich jetzt, hat natürlich fehlgeschlagen. Der Rückenwind lässt auch nach. Ich habe mich sowieso gewundert. Warum ist der Milotic so schnell? Oh, Rückenwind. Ja, nicht, dass er da so... Rocket, also er schützt sich hier erstmal selbst. Für mich ist natürlich relativ klar, was soll ich jetzt machen? Tiefschlag. Erdkräfte. Tiefschlag geht daneben. Er setzt Delegator ein. Aber hier kommt Erdkräfte. Wir sehen auch, er hat die KP richtig EV trainiert. Denn man muss nämlich eine ungerade Anzahl haben, damit, weil es immer aufgerundet wird, damit man 4 Delegatoren durchbringen kann, anstatt nur 3. Hier greift jetzt an, ich setze der Tiefschlag ein und das erledigt auch das Megagross. Also für alle, die mal so einen Pokémon mit Delegator machen wollen, müsst ihr mal so achten auf die KP. Ich mache das relativ selten, aber es ist ganz wichtig. Es muss ungerade sein, weil... oder was, gerade? Googelt es. Bin ich mir jetzt gerade nicht 100% sicher, ob gerade oder ungerade. Auf jeden Fall... ja doch, es muss, glaube ich... muss, glaube ich, genau, ungerade sein, weil dann rundet er es auf und dann hat man noch mehr, hat man einen Punkt mehr. Und dadurch ist man dann noch im grünen Bereich. Weswegen ist auch bei einem Azumarill, wenn man Bauchtrommel benutzen will, man eine gerade Anzahl an KP braucht, weil dann ist man nämlich genau bei 50% und die Zitrobeere wird aktiviert. So wird sie nämlich nicht aktiviert und das wäre natürlich blöd. Wir stoppen hier nochmal ganz kurz und sehen uns den letzten Kampf an. Bis gleich.
Gut, und da sind wir auch wieder. Wir kämpfen gegen Flip, der einen Trikefalo, einen Sumpex, einen Voltolos und einen Hutsafer mitnimmt. Und wie wir bei meinem Team sehen, ich habe nichts, aber auch wirklich gar nichts gegen das Hutsafer. Und das wird mir ein bisschen zum Verhängnis, weil das war wirklich so das eine Match, wo ich Calamanero nicht mitgenommen habe. Und das ist mir doch zum Verhängnis geworden. Das ist jetzt auch nicht großartiger Spoiler. Ich habe ja schon von vornherein gesagt, dass ich mit 2 Siegen, 3 Niederlagen. Aber wirklich der größte Fehler, ich habe Calamanero nicht mitgenommen. Hätte ich Calamanero mitgenommen, weil hier sehe ich schon, ich habe nichts, aber auch gar nichts gegen dieses Hutsasser. Ich denke noch, weil ich hier in dem Moment noch denke, so ein Eisstrahl, der ist doch schon nicht schlecht. Ich setze Moglieb gegen Hutsasser ein, weil ich will nicht, dass er mich irgendwie einschläfert. Wir sehen den Beulenhelm. Und Donnerblitz gegen Milotic, aber ich weiß, Milotic überlebt so einen Donnerblitz. Kommt genau auf die Hälfte, aber er kriegt die Paralyse, was echt nicht ganz so gut ist. Ich esse jetzt natürlich meine Citrobeere, kommt damit wieder so ein bisschen höher. Ist jetzt nur noch ein Treated KO, hier kommt der Eisstrahl gegen das Voltolos. Und ich habe wirklich eher gedacht, das würde weitaus mehr machen. Hat es aber leider nicht. Sein Hutsasser ist zurückgeschreckt und ja, hier ist jetzt so ziemlich meine Hoffnung. Das ist genau das, was ich im letzten Part angesprochen habe, was ich nicht... das ist noch nicht meine Hoffnung, aber es wird noch meine Hoffnung. Ich wechsle hier natürlich erstmal Lizzie aus, denn was soll es mir bringen? Mir ist klar, er wird Donnerblitz benutzen, deswegen gehe ich in meinen Voltolos, krieg einen Voltabsorber. Und hier kommt eine Dampfwalze. Ich will natürlich hier noch ein bisschen Schaden machen, weil ich meine, was soll ich sonst gegen Hutsasser machen? Nachkampf? Und Rundumschutz bringt mir ja auch nichts. Wir verringern jetzt die Geschwindigkeit von Hutsasser nicht, dass es einen großartigen Unterschied macht. Er setzt jetzt Pilzspore ein gegen mein Capoeira. Was heißt, mein Capoeira wird jetzt erstmal schön eine Weile schlafen. Und das ist nicht optimal für mich. Insgesamt, ich habe aber wirklich dann da so gesehen, ah, was zur Hölle soll ich gegen dieses Hutsasser ausrichten? Und vielleicht, wenn ich direkt von Anfang an einen Eisstrahl auf das Hutsasser gemacht habe, habe ich wirklich gedacht, dass der Eisstrahl gegen das Voltolos weitaus mehr machen würde. Habe ich wirklich gedacht, hier kommt ein Donnerblitz gegen Hutsasser. Ich habe wirklich gar nicht mehr... ich habe mich dafür entschieden, Donnerblitz zu benutzen. Weil, Finsteraura ist neutral... ich glaube, wenn ich Finsteraura benutzt hätte, wäre besser gewesen. Weil, wir sehen auf jeden Fall, ich bin schnell, aber wenn ich jetzt gerade überlege, ich habe... Finsteraura wäre, glaube ich, besser gewesen. Ich hätte zwar keine... Flinchen bringt mir natürlich nichts, aber ich hätte natürlich den Vorteil gehabt, dass ich, das neutral habe, ich dann zwar keinen Step kriege, weil das muss eigentlich einfach sehr hinauslaufen. Ich muss mal entweder mit der Berechnung. Hier natürlich war mir klar, er wird jetzt irgendwie in Sumpex wechseln, aber ich habe mir überlegt, Finsteraura, lande noch einen Volltreffer gegen Sumpex und das ist schon echt super. Er ist natürlich ausgewechselt, weil er wieder den Donnerblitz erwartet hat. Aber das Blöde ist, ich habe einfach keine Hidden Power Ice auf meinem Raiden. Ich brauche einen Voltolos mit Hidden Power Ice. Das sage ich schon länger, ich muss mir endlich eins besorgen. Aber ja, so ein bisschen. Vielleicht hat er ja Angst, dass ich hier den Power Ice habe. Wer weiß. Ich komme jetzt natürlich wieder mit Lizzie rein, denn Lizzie muss hier noch irgendwas rumhauen. Er setzt wieder Donnerblitz gegen Lizzie ein. Nimmt das relativ gut. Capoeira wacht auf, haut eine Dampfwalze raus. Hat natürlich keine Wirkung gegen Voltolos. Und hier ist so ziemlich die Stelle, wo ich denke mir, Lizzie ist sowieso schon so arschlamm. Und dann kriege ich noch ein bisschen Schaden raus. Aber hier habe ich dann jetzt offiziell gelernt. Und wir sehen auch nebenbei ein Special Sumpex, das mich echt überrascht hat, kriegt auch noch den Burn, was hier nicht ganz so doll für mich ist. Aber hier habe ich gelernt, wenn ich mein eigenes Pokémon verlangsame, dann aktiviert sich nicht die Unbeugsamkeit. Wusste ich vorher nicht, jetzt weiß ich es, jetzt wisst ihr es auch hoffentlich. Weil so habe ich nämlich gedacht, dann kann ich hier jetzt mit einem +2 Milotic richtig schön was raushauen. Er setzt Donnerblitz gegen Milotic ein. Hier kommt der Nahkampf von Capoeira, denn ich denke mir, was soll ich sonst noch machen? Nahkampf gegen Sumpex, wenigstens das Sumpex raushauen. Aber das große Problem ist natürlich immer noch das Hutsasser, denn was zur Hölle soll ich gegen Hutsasser machen? Vor allem, weil es ja auch noch Belebekraft hat und jetzt gleich wieder mit sehr guten KP dasteht. Und Capoeira kann Voltolos so gut wie gar nicht anfassen. Und wir sehen wirklich, wäre ich von Anfang an... Hätte ich von Anfang an Calamanero dabei gehabt, dann hätte ich mich direkt das Hutsasser mit einer Psychoklinge angreifen können. Die hätte bestimmt gekrittet. Okay, ob es jetzt unbedingt gekrittet hätte, wüsste ich nicht. Aber ich hätte schon mal was, etwas sehr Effektives gegen das Hutsasser gehabt. Und das wäre schon nicht schlecht gewesen. Natürlich, es hat den Beulenhelm. Glaube ich. Oder? Das sehen wir jetzt gleich. Ich glaube, ich greife es nämlich. Nein, ich setze nochmal Dampfwalze ein. Ich glaube, es hatte den Beulenhelm. Wenn Hutsasser sind meistens mal so physisch defensiv. Vor allem gegen Kangamas. Und da hatte ich schon.
Na gut, er hat hier Belebekraft drauf. Ich habe immer gerne Hut, dass das mit Sporen wird. Wenn ich nämlich noch ein paar meiner älteren Videos angucke, das hatte ich nämlich öfters, dass dann Kangamas mitten in den Schlägen eingeschlafen sind. Und das war nicht immer so super. Ich komme jetzt natürlich mit Cubell reinhauen, Bedrohung raus. Nicht, dass das jetzt mir noch irgendwie hier weiterhelfen würde. Ich weiß auch nicht, ich habe das Hutsasser gesehen, aber mir gar nichts dabei gedacht. Es liegt wirklich daran, ich hatte nichts gegen das Hutsasser. Und da konnte das Hutsasser mich einfach so richtig nerven, wodurch ich natürlich mich jetzt extrem auf das Hutsasser konzentriert habe und auch konzentrieren musste, eben weil es immer Wutpulver einsetzt und es konnte überleben. Und das war so ziemlich ein Problem für mich. Mein Capoeira überlebt hier knapp, kriegt noch einen Nahkampf raus. Wir sehen, wir sind doch nicht im Bollenham, oder? Doch, wir sehen den Bollenham. Ich erleide Schaden durch den Bollenham, Capoeira geht dadurch down und ja, jetzt muss natürlich Megaflunkiefer es hier rumreißen, kriegt einen Eisenschädel raus, der das Hutsasser fast erledigt. Hier kommt nochmal Wutpulver, Hutsasser wird jetzt natürlich in dieser Runde down gehen. Hier kommt ein Donnerblitz von, Voltolos gegen Flunkiefer und Flunkiefer steht jetzt gar nicht so schlecht da. Eisenschädel es steht immer noch relativ schlecht da, gegen Hutsasser. Hutsasser geht jetzt endlich down und das hätte schon vor Jahren down sein sollen. Er kommt jetzt mit seinem Trikefalo rein. Mir ist jetzt klar, ich habe noch eine Siegchance, wenn ich einen Tiefschlag auf das Voltolos haue, um das Voltolos rauszuhauen, was ich auch tue. Und er müsste jetzt Fireblast benutzen und zweimal Fireblast daneben. Aber er hat Erdkräfte und das war's. Weil, ich bin langsamer. Das weiß ich. Und wenn er zweimal Fireblast hintereinander verfehlt hätte, dann hätte ich gewonnen, aber er hatte ja gar nicht Fireblast drauf. War auch an sich klüger, das jetzt, so Erdkräfte drauf zu haben, anstatt Fireblast. Denn, derzeit mir fällt jetzt persönlich kaum ein Pokémon ein. Ja, Sherox vielleicht. Aber Fireblast ist immer so das Problem. Es trifft relativ häufig nicht. Deswegen, ich persönlich es auch nicht so gerne benutze, lieber Flammenwurf, auch wenn es schwächer ist. Naja, ich weiß auf jeden Fall, das nächste Mal, wenn ich einen Hutsasser sehe, sollte ich was sehr Effektives gegen es mitnehmen, außer Eisstrahl. Vielleicht hätte ich auch einfach Eisstrahl. Es schien doch sehr spezialdefensiv. Vielleicht war das mein großer Fehler, nicht direkt von Anfang an das Hutsasser anzugreifen. Wer weiß. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das heutige Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, hat es nicht getan. Drückt auf Gefällt mir, schaltet das nächste Mal wieder ein und unterschätzt nicht wie ich den Bulk von Voltolos. Bis dann.